Hallo Freunde des YouTube-Sports, willkommen hier auf Monaco zum großen Preis. Und jetzt sind wir im Training mit dabei, der liebe und gute Fahrer Camillo. Moin. Also seine Strecke in Italien. Ja, willkommen zu Hause, würde man sagen, weil. Au, hau, aha. Hat er nicht gesagt. Hör mal, ich drück dir nachher mal einen Atlas in der Hand und dann kannst du erstmal ein bisschen gucken. Wir sind hier in Ja. Frankreich, mein Freund, und nicht in Italien. Aha, Monaco ist alt in. Okay, du mich auch. Ja, ist so. Monaco ist ein Freistaat in Frankreich. Und ich gehe mal davon aus, Monaco ist Italien. Nee, das ist Monza. Okay, fängt auch mit MO an. Auha. Und es So. regnet im Ja, Training. ich sehe schon, Furchtbar. wir haben grüne Reifen. Oh, Qualifying ist wieder Scheiße. Sonne und Rennen ist auch wieder sonnig und beziehungsweise bewölkt. Alles gut, dann wollen wir mal rausfahren. Ach Moment, da tue ich erst mal ein Setup. Gib mir das Tabletkeule. Weil hier ist eh nicht viel mit Rasen, da kann ich auch ein bisschen. Nee, das ist definitiv überhaupt nicht, weil sonst. Schaui, mal Faui. Besonders bei Regen jetzt. Gott sei Dank ist das nur ein Oh, Training. wow. Du merkst sofort, wie sich das. Ah, da fliegt schon das erste Teil weg. Ja. Ah, Demolition-Virus ist wieder am Start. Ach, Jeff, sei ruhig, Mensch. Ich weiß doch. Du Ach wiederholst dich. ja. Hast, hat ja keine anderen Sprüche auf Lager. Die haben sie aber schlecht programmiert, ey. Hier ist das mit der scheiß Boxen-Ein- und Ausfahrt. Da war ja was auch noch. Ja. Da fährt der Virus bestimmt wieder oft gegen das Pirelli-Schild beim Boxen außer. Nee, ist alles gut. Beim Rausfahren gerade war alles gut. Okay, ich fuß geradeaus. Das hätte ich nicht mehr geschafft, da links abzubiegen. Ungültige Rundenzeit ist mir wurscht. Bevor ich die Karre ganz kaputt fahre, fahre ich lieber geradeaus. Das würde jeder andere normale Rennfahrer, der gescheit denken kann, auch machen. Außerdem wenn man direkt aus der Box rausgekommen, da kann man keine gültige Rundenzeit fahren. Nee, dann ist die nächste dann für den Arsch. Oh, ich hab mal kurz die. Oh. Okay. Egal, Fehler gemacht. Ist nur Rausfahrrunde, Gott sei Dank. Naja, das meine ich ja. Naja, nur die ungültige Rundenzeit, Ja. wenn du Pech hast, geht die noch für die nächste Runde. Der Ey. Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtriebverlust. Ist mir auch klar, Jeff, dass mein Spoiler jetzt im Arsch ist. Das musst du mir nicht sagen. Ach, diese Kurve hier unten am Hafen, die ist so kacke. Bei mir war es dann auf der langen Gerade und dann geht es aber nach rechts hoch. Und mein Setup vom Auto sagt, nö. Der will einfach nicht bremsen. Dieses kommt mir vor, als hätte ich Treckerreifen an. Ist aber auch gerade rutschig, du Mann, Mann, Mann. Diese Reifen sind grausam. Als echter Formel-1-Fahrer möchte ich bei so einem Wetter nicht fahren, ey. Muss ich echt sagen, die Jungs haben meinen tiefsten Respekt. Oh ja. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ach, ich fahre geradeaus, hör mal. Bremsen kann die Karre ja auch nicht. Mit diesen Reifen ist das irgendwie unmöglich. Ja, wenigstens eine Zeit will ich fahren. Ich fahre jetzt das Reifen, fahre ich nochmal raus und versuche es dann nochmal für 2 Runden. Und wenn er nicht ist, habe ich immer noch das Qualifying. Aber man kann echt nicht so um die Kurven dingsen, wie man es gerne hätte bei. Ja, das war schon fast wieder zu früh, aber alles gut. Hängt mir noch die Nase an zu jucken, ey. Komm,
eine lange Prozedur. Das dauert echt mal immer ewig. So, Zeit. Hat noch keiner was gefahren? Auf dem Tempo 233, okay. Boxenstopp. 1 Kilometer pro Stunde. Ja. Mein Training ist gelaufen. Holla die Waldfee. Ach, Fee. Oh, ich sollte am besten raus. Drei Wagen von... Ach, ich gucke euch jetzt zu. Gut, dass ich noch eine Runde gefahren bin. Drei Wagen von 20 sind draußen. Da habe ich Glück. Wenn ich die Reifen sehe, könnte ich... Bei mir regnet das gerade gar nicht. Doch, ich sehe es so ganz, ganz leicht. Bei mir regnet es gerade gar nicht. Ne? Ist der auf derselben Strecke wie ich? Muss er denn nach da oben? Fährt er? Ach komm, dann tun wir auch mal sofort einblenden. Ach, abkürzt, weiße Linie, aber ihr habt doch nicht mal alle. Gucken wir hier noch mal Virus zu hier. Auf seinem Outlap. Oh. Ne, ich habe mir nach Start und Ziel auf der langen Geraden hinten, wo es dann rechts hoch geht, da bin ich geradeaus gegen die Wand gefahren. Ja, da habe ich mir den Spoiler kaputt gefahren. Ja, das ist, weil der... Jeff, sei ruhig. Ich habe schon 10 Jahre vorher gebremst, aber der schlitterte und schlitterte. Ja, der kommt einfach nicht so schnell. Das ist grausam, ey. Scheiß Regen, ey. Oh, diesmal habe ich die Kurve hier gekriegt. Aber wie? Guck dir mal an, als wäre ich mit dem Rollstuhl unterwegs. Ach, ui, scheiße, ui, zu früh. Ah, wo willst du hin, du dumme Nuss? Dass der Reifen immer noch hält, ey. Oh, die war nicht schlecht, die Kurve. Bisschen lahm, aber die hat vom Winkel gut gepasst. Oh, dieses kleine Nachlenken immer, das kostet immer so viel Zeit. Ja, ja. Ah, wo ist er denn? Sechster? Ah, ne, hat noch gar keine Zeit gefahren. Zählte die gerade nicht, okay. Ja, Boxenausfahrt, ne? Hallo? Ach so, ja, sorry. Boah, bremsen, bremsen, rum. Yeah. Ja, das war nicht schlecht. Aber der arme Motor. Ja. Voll gequält gerade, ey. Also zugucken macht auch mal Spaß, muss ich zugeben. Hör doch mal auf jetzt. Christian spielt Ferrari-Pinball. Alter! Dani quert. 1,32. Der hat fast so eine Zeit gefahren wie ich. Wie geht das denn? Ah, das Gas geben hätte sie sparen sollen. Das Zwischengas war. Jetzt aber... Oh, Vierter, sehr schön, er hat sich wieder hochgekämpft. Nice. Oh, Wand. Oh, hat der Glück. Nice. Da hat es mich kaputt gefahren. Komplett vorne rot jetzt. Ja, dann bringt es sowieso nicht mehr viel jetzt. Warte, ich guck mal auf der anderen Kamera, ob überhaupt noch was am Flügel da ist. Nö, komplett weg. Jo. Da hängt nur noch so Stümmel an der Nase. Kein Wunder, dass du nicht mehr um die Kurven kommst, ey. Alter, diese Regengrafiken haben die so geil gemacht. Krass. Und dafür, dass man... Ich sag zwar und wiederhole mich da 20 Mal, aber dafür, dass man so wenig Systemanforderungen für das Spiel braucht, ist das eine mega Grafik, finde ich. Krass. Oh.
Diese Regentropfen schön auf dem Auto, wie die so abperlen, ey. Boah. Perle vor die Säue. Ja, nee, das ist das, was du mit dem Ferrari anstellst. Der war gut, muss ich zugeben. Bei der Kurve weiß ich auch nie, wie ich die fahren soll. Irgendwie ist ganz komisch. Oh, die Einfahrt, die ist so kacke. Da fahre ich lieber rein. Vierter ist noch, da kann ich nicht. Ja, ist ja auch nur Training, das ist das ja, noch okay. Eben genau, das reicht. Aber will zu viel am Auto kaputt machen, das kostet nur wieder. Ja. So, wie gesagt, so ein Flügel ist ganz schön teuer. So eine Nase. Oh, ich wurde geschlagen. Danny Ricciardo hat die schnellste Runde gefahren. Drecksack. Ja, aber das Qualifying, das kommt ja noch, Freunde, da kann man auch wieder alles rausholen. Ja, das ist jo, jetzt genau. Nur Training, um die Strecke kennenzulernen. Und deswegen machen wir hier mal Schluss und hoffen auf schönes Wetter. Alles klar, dann Schluss mit lustig, bis zum nächsten Renntag zu Qualifying in Monaco. Euer Virus, euer Camillo. Ciao. Und ciao mit V.